Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter News. Wie ihr jetzt wahrscheinlich schon im Launcher gesehen habt, ist das Halloween-Event gestartet und mit diesem schönen Event gibt es jetzt 10 Missionen, ein schönes Missionspaket, was ihr unter dem Missionsreiter bzw. im Missionsportal aufrufen könnt und dann nacheinander absolvieren könnt. Mit diesen Missionen, also wenn man die letzte Mission absolviert hat, gibt es dann eine Trophäe und im Shop gibt es sogar noch ein T-Shirt zu diesem Halloween-Event mit einem Werwolf drauf und das scheint mir dann halt auch ein Preis für diese Mission zu sein. Was ich an diesem Event diesmal wirklich super schön finde, ist, dass eine komplette Map umgeändert wurde. Wir haben es jetzt nicht nur so wie letztes Jahr mit den Wapitis, dass nur die Wapitis ein bisschen anders aussahen. Nein, wir haben hier wirklich eine neue Tierart in Anführungszeichen, nämlich einen Werwolf, die jetzt auf Timmergold Trails rumlaufen. Die komplette Map ist dunkel gehalten, sie ist Nacht, also auf der Map ist Nacht. Wenn man Timmergold Trails im Launcher auswählt, dann ist auch das Icon anders. Da haben sie auch ein neues Icon gemacht, ähnlich wie letztes Jahr mit dem Wapiti. Und wenn man dann die Map lädt, dann hat man auch einen anderen Ladebildschirm. Und so eine Liebe zum Detail hätte ich wirklich von den Entwicklern gar nicht so erwartet. Aber dieses Event scheint dann wirklich so eins der besten The Hunter Events zu werden, die es je gab. Meine Meinung zu diesem Event ist wirklich positiv. Mich würde natürlich eure Meinung interessieren. Schreibt mir die auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Das ist dann ja die kostümierbaren oder anpassbaren Trophy Lodgen. Wir haben jetzt nämlich insgesamt 3 Stile für jede Lodge bekommen, also 3 Stilrichtungen für jede Lodge, also insgesamt 6. Einmal 3 für die Classic, einmal 3 für die Rustikale. Und zusätzlich haben wir jetzt auch Waffenständer beziehungsweise Waffenablagen bekommen. Und diese beiden Sachen kann man natürlich separat kaufen oder muss man separat kaufen. Man kann jede Stilrichtung für jede Lodge einzeln kaufen. Ich sag jetzt mal, man kauft jetzt einfach die Alba-Stilrichtung für die Rustikale Lodge. Dann hat man diese Stilrichtung für jede Lodge anwendbar. Also für jede Rustikale natürlich. Wenn man sich jetzt, sage ich mal, die Montana-Stilrichtung für die Classic Lodge kauft, dann kann man auch 10 weitere Classic Lodgen haben und überall die Montana-Stilrichtung auswählen. Man muss diese Stilrichtungen nicht doppelt kaufen. Genauso ist es auch mit den Waffenablagen. Da kann man auch einfach, muss man auch einfach für jede Lodge Art ein Waffenstand bzw. eine Waffenablage kaufen, einmal die rustikale und einmal die klassische und dann hat man ja eine schöne Waffenablage mit 8 Plätzen und 24 Wandträgern. Aber alles weitere zu diesen neuen Item bzw. zu den Stilrichtungen erfahrt ihr dann in dem Review. Ja, und dann kommen wir zum letzten Thema und das ist Dogs Chat. Und Dogs Chat ist eine Sache, die Entwickler schon etwas länger machen wollten. Nämlich wird der ein oder andere festgestellt haben, dass der Shop wirklich unübersichtlich ist. Wir haben haufenweise Kleidungen. Wir haben haufenweise saisonale Items, die da drin liegen und nicht kaufbar sind. Und mit so Sachen wie zum Beispiel den Football Jamboree Mützen oder mit den T-Shirts, das kennt man ja schon, dass die unter einem anderen Reiter sind und da alle versammelt sind. Und dann weiß man ja gut, die kann ich mir nicht kaufen. Und genau das wird jetzt auch mit einigen Event-Items passieren. Zum Beispiel wie mit der Gesichtsfarbe für die Kürbisse, also für die Halloween-Gesichtsfarbe. Oder wie die St. Patrick's Mütze. St. Patrick's Day Mütze, aber auch mit Items, die wirklich schlecht verkauft wurden. Zum Beispiel wie die verschiedenen Farbvarianten von der White Rhyme Ridge Kleidung. Und diese Items, die jetzt alle mit limitiert gekennzeichnet sind, werden in den kommenden Tagen dann
in DocsChat zusammengefasst. Und diese Items werden dann nur noch zu bestimmten Events kaufbar sein. Darunter ist dann zum Beispiel auch das Trapperzelt. Also wenn ihr euch das Trapperzelt noch kaufen wollt, solltet ihr euch da beeilen, bevor es dann ja wirklich limitiert ist. So, das war's dann eigentlich mit dieser Woche. Schreibt mir wirklich mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Status-Update haltet, was ihr von den neuen Stilrichtungen für die Lodge haltet, was ihr von der Waffenablage haltet und natürlich, was ihr vom Halloween-Event haltet. Ich bin auf jeden Fall gespannt, werde die ganzen Missionen auf jeden Fall durcharbeiten, auch wenn Assassin's Creed jetzt rausgekommen ist und ich dieses Spiel auch spielen will. Aber da werde ich mal die ein oder andere Stunde finden. Ja, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Kommt auch auf unserem Teamspeak vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammen spielen könnten. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.